Hallo, grüß euch, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch heute wieder mit einem neuen Motiv auf Kunstleder und zwar der Kolibri. Der Kolibri kommt wie gehabt auf einem Panel in der Größe von 34 auf 34 cm und der Vogel selber hat ca. 26 cm. Passende Kunstleder-Unifarben dazu, auch im Shop erhältlich natürlich, haben wir einmal Enzian und mein allgeliebter Rounder Kiesel. Aber wir haben ja nicht nur das, sondern ich habe noch ein kleines Zusatzgimmick für euch. Und zwar haben wir den Kolibri auch in klein. Dieses Panel ist 50 auf 20 cm und der Kolibri selbst hat ca. 6 cm. Ist total passend für Geldbeutel und für kleinere Projekte. Da passen auch wieder diese Kunstleder-Unifarben, Enzian und, was haben wir da gehabt? Kiesel, genau, Kiesel dazu. Die Unifarben findet ihr natürlich auch im Online-Shop bei den Motiven dabei, mit Bild und alles in der Beschreibung drinnen, damit ihr das auch noch nachschauen könnt. So, und dann wollte ich euch noch daran erinnern, dass wir unseren Adventkalender online im Shop auf Vorbestellung haben. Es gibt zwei Versionen, eine Mainstream mit gefällige Motive, das sind so wie der Hirsch, der Pfau, solche Motive, eher gefällige, bunte. Und dann haben wir den Not Mainstream Adventkalender, das geht in die Richtung, so wie unser Zweihorn ist, Totenköpfe, alles so ein bisschen andere Motive. Ja, das sind die zwei Versionen, die gibt es jeweils in drei Größen, S, M und L. S sind vier Pakete mit vier Paneelen, limitiert alle auf den Adventkalender selbst, wird es im Handel so nicht zu kaufen geben. Dann haben wir den M, der besteht aus einem Panel, ein Motiv, aber es ist alles rundherum dabei, wie Schnittmuster, Kombistoffe, Riemenhalter, Taschenriemen, alles rundherum ist dabei, damit ihr ein komplettes Projekt fertigen könnt. Auch wieder auf vier Pakete aufgeteilt, natürlich, dass jeder Adventssonntag auch was für sich hat. Und der L-Adventkalender ist so ähnlich wie der M, nur das Ganze viermal. Das heißt, ihr habt vier Projekte da drin, die ihr komplett umsetzen könnt, mit vier Motiven und Zubehör, Schnittmuster, allem drum und dran, damit ihr die vier Projekte eben fertigen könnt. Das Ganze ist auf Vorbestellung und wird dann Anfang November in die Richtung versendet. Ich habe nicht nur die Paneele limitiert auf dem Adventkalender, sondern auch die Stückzahl an Adventkalender. Sind schon einige weg, also wenn ihr euch selber beschenken wollt, überlegt es nicht zu lang, sonst ist er fort. Ich wünsche euch in diesem Sinne noch einen wunderschönen Sonntag aus der endlich mal sonnigen Steiermark. Baba!